Der super lange Gameplay-Trailer zu Leben und Tod hat uns nicht nur die Schnitterkarriere und das Gameplay mit den Geistern genauer vorgestellt, sondern auch die Weltenkarte von Ravenwood gezeigt. Ganze 5 Minuten ist der frisch veröffentlichte Gameplay-Trailer zur am 31. Oktober erscheinenden Leben und Tod-Erweiterung, die ihr bei Instant Gaming auch deutlich günstiger über den Link in der Beschreibung vorbestellen könnt. Vieles wussten wir schon vorher, allerdings überrascht die erste Szene direkt mit diesen tollen kaputten Fenstern, die direkt ein wenig Gewächshausatmosphäre geben. Ich frage mich immer noch, wie das mit der Geisterform der Kuhpflanze funktionieren wird, da diese im aktuellen Spiel ja schon vertrocknen kann und damit tot ist. Jetzt sehen wir den Star des Trailers, welcher von einem dramatischen grün-roten Himmel umgeben wird, auch etwas völlig Neues in Die Sims 4. Beinahe erschreckend real ist die neue Todesform, einfach an Altersschwäche im Bett zu sterben. Damit bricht das Spiel wirklich mal mit dem sonst immer hinter lustigen Animationen versteckten Realismus. Hier sehen wir unseren Arbeitsplatz bei der Schnitterkarriere, welcher sich in einer eigenen kleinen Nachbarschaft befindet. Auch wenn dieses Portal aus Reich der Magie recycelt ist, hat es ein paar eigene, genial animierte Animationen bekommen. Diese Küche hier ist ebenfalls neu. Auch gibt es jetzt nicht nur wie vorher Sticker, um die Wand kaputt aussehen zu lassen, diese sind mit dem Pack auch für den Boden verfügbar. Gibt es für das Legen von Tarotkarten jetzt auch extra diese kleinen Zelte hier, um damit auch den ein oder anderen Simoleon zu verdienen? Für alle, die sich hier gefreut haben, im Turm zu spielen, dieser ist leider nur Deko und kein echtes, betretbares Grundstück, so wie alle Gebäude, die hier zu sehen sind. Die Särge, die es ja auch schon initial im Vampire-Gameplay-Pack gab, kann man mit diesem Pack ebenfalls wieder benutzen. Die Symbole der Seelenreise lassen darauf schließen, dass man hier nacheinander in unterschiedlichen Lebensbereichen Aufgaben erfüllen muss. Schaut euch diesen gruseligen Baum hier an. Das blaue Glibberzeug macht mir fast ein bisschen Angst. Jetzt mehr zur Bucketlist. Diese kann verworfen und danach auch komplett neu geschrieben werden und ist ein echtes Objekt. Bei der Erbschaftsanwältin habt ihr die Möglichkeit, euer Testament aufzusetzen und Erbstücke sowie Beerdigungen zu planen, welche wohl zu einem der Festivals gehört. Hier könnt ihr auch eine Emotion bestimmen, die bei der Testamentsverlesung herrschen soll, und eure hier definierten persönlichen Worte werden verlesen. Endlich haben wir auch die Möglichkeit, beim Grab festzulegen, wie der Grabstein oder die Urne aussehen soll. Hier werden dann auch die Grabsteine aller verschiedenen Kreaturen zur Auswahl stehen. Vor dem Grabstein kommt der Tod. Beim Ableben werdet ihr ab sofort dieses neue Fenster hier sehen, mit dem ihr entweder ein spielbarer oder freier Geist werdet oder beim vorherigen Abarbeiten direkt wiedergeboren werden könnt. Schaut euch einfach nur dieses süße Kuhpflanzenbild im Hintergrund an, während der Sim hier ins Jenseits verschwindet. Ist das hier eine Selbsthilfegruppe für Geister? Die Situation ist undurchsichtig. Und nun der Skilltree der Geister, der so aussieht. Insgesamt könnt ihr hier 26 verschiedene gute, böse oder neutrale Merkmale erforschen, in 5 verschiedenen Stufen. Als Wartungsass seid ihr nützlich. Ohne irdische Bedürfnisse könnt ihr optional die Toilette, Hunger oder Hygiene deaktivieren. Die Animationen bei der Fähigkeit Schwebezustand sehen wirklich grandios aus, da wurde sich richtig Mühe gegeben. Etwas später sehen wir jetzt auch endlich die Weltenkarte von Ravenhood mit ihren 3 verschiedenen Nachbarschaften. Ich vermute allerdings, dass das Arbeitsgrundstück vom Sensenmann oben links nicht im fertigen Spiel auf der Karte wählbar sein wird, da es von der Perspektive als einziges nicht angepasst wurde. Auch wichtig zu erwähnen, diese Welt bringt auch einige echt große Grundstücke. Normalerweise sind diese meistens deutlich kleiner. 2 sind komplett leer. Hier seht ihr den Prozess der Wiedergeburt, bei dem ihr Kinderfähigkeiten oder Belohnungsmerkmale einfach ins nächste Leben mitnehmen könnt. In der Benutzeroberfläche sieht man auch ein neues Fragezeichenfeld. Ich bin echt gespannt, was da dahinter stecken soll. Und in der letzten Szene wird es nochmal besonders spicy. Man kann jetzt auch als richtiges Feature mit dem Sensenmann ein Kind zeugen. Lasst unbedingt ein Like und ein Abo da, um keine weiteren Videos und meinen Anspielstream zur Erweiterung nicht zu verpassen. Der Gameplay-Trailer hat mir diesmal wirklich viel mehr Lust aufs Pack als bei den Trailern der anderen Packs gemacht. Also dann, bis zum nächsten Video.